Hallo liebe Trainer und Trainerinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 24, und zwar für die Handelstage vom 21.01. bis 25.01.2019. Mein Name ist Markus Klebe, wir sind natürlich auf dem Kanal von JFD Brokers und wir haben es heute Samstag, den 19.01.2019 um 14.30 Uhr, da wir jetzt heute, ja oder ja gegebenenfalls heute hier noch einen Kommentar von Donald Trump bezüglich des Shutdowns bekommen. Das ist aktuell, zumindest habe ich jetzt noch nichts gesehen, noch nicht passiert. Somit können sich natürlich hier auch noch vielleicht fundamentale Veränderungen ergeben, aber somit hier mal kurz der Hinweis, wie spät es denn jetzt ist, welchen Tag wir hier zu dieser Analyse oder zum Zeitpunkt dieser Analyse haben. Wie gewohnt erstmal der Blick auf den YouTube-Kanal, auf diese Videos, die ihr euch gerade anschaut. Wir würden uns natürlich riesig darüber freuen, wenn ihr weiterhin den Videos einen Daumen hoch gebt. Hier im Kanal könnt ihr dem Video einen Daumen hoch geben. Zusätzlich der Hinweis dann entsprechend die Märkte, die ich hier anspreche. Unterhalb des Videos in der Videobeschreibung sind diese Märkte aufgelistet. Dahinter habt ihr entsprechend dann immer eine Uhrzeit und diese Uhrzeit ist dann im Prinzip der Start der Analyse der jeweiligen Märkte. Und wenn ihr dann zum Beispiel nur den Euro-US-Dollar euch als Analyse anhören wollt oder nur das Gold anhören wollt, könnt ihr unten in der Videobeschreibung entsprechend auf diese Zeitangaben klicken und ihr landet im Video dann entsprechend direkt auf der Analyse. Dann auch weiterhin erstmal der Risikohinweis an dieser Stelle. Lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, gegebenenfalls auch trade, was natürlich jetzt hier zur Wochenanalyse eigentlich weniger passiert. Dann solltet ihr das aber trotzdem definitiv alles nicht als Handelsempfehlung werten, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Und bevor wir auf den DAX schauen, mit dem DAX natürlich als Analyse starten, der Blick auf den Wirtschaftszahlenkalender für die kommende Handelswoche. Und da zeigt sich erstmal hier am Montag, die Uhrzeit ist hier irrelevant, weil es ist natürlich ein Feiertag. Ein Feiertag findet natürlich erst oder direkt ab 0 Uhr statt. Aber Martin Luther King, der hier am Montag in Amerika, was da bedeutet, dass die Börsen teilweise komplett geschlossen haben. Wie findet man sowas raus? Hier sieht man natürlich in dem Wirtschaftszahlenkalender, in diesem Fall, ich schaue ja mal bei finanzen.net nach und dann kann man hier zum Beispiel auch auf börse.de eben sich Börsenfeiertage anschauen und dann kann man eben entsprechend auch in den entsprechenden Börsen, also hier jetzt in diesem Fall New York Stock Exchange, schauen, okay, wann ist dann hier an dieser Börse Feiertag und dann sehen wir hier New Year's Day, das ist ja schon vorbei, 1. Januar, nächster Feiertag hier der Börse, 21. Januar, das wäre dann hier klar am Montag, also Börsenfeiertag und dann kann man hier immer noch entsprechend schauen, was bedeutet das dann überhaupt für die Börse, hat sie komplett geschlossen, teilweise gibt es Feiertage, wo eingeschränkter Handel stattfindet und das gleiche kann man dann auch für die CME machen, hier findet man genauso den Martin Luther King Day als Feiertag, 18. bis 22. Also alles herum um den 21. bedeutet auch hier, dass eben teilweise der S&P zwar kurzzeitig startet oder eben auch andere Märkte kurzzeitig starten, dann erstmal wieder Schluss machen, zeitiger Schluss machen und so weiter. Das findet man alles hier in den entsprechenden Beschreibungen. Will ich jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen, da könnt ihr aber entsprechend auf diesen Seiten natürlich nachschauen und euch darum kümmern. Wenn wir dann hier weiter schauen, auf hohe Relevanz gehe ich ja dann immer und schaue mir nochmal die Wirtschaftszahlen für die kommende Handelswoche an. Da kommt nicht so viel, beziehungsweise alles, was hier kommt, ist in meinen Augen nicht ganz so wichtig. Wir haben hier für den britischen Pfund, den wir jetzt nicht so beleuchten, Durchschnittseinkommen ohne Bonuszahlung. Also das ist zwar hier als hohe Relevanz deklariert, aber ich würde jetzt sagen, da passiert nicht so viel im britischen Pfund. Man sollte vielleicht 10.30 Uhr mal ein bisschen vorsichtiger sein am Dienstag, aber da sollte nicht so viel passieren. Zinsentscheidung Bank of Japan, ja, natürlich immer für Währungen schon nicht ganz so uninteressant, aber für uns hier gerade DAX, S&P, Gold und Euro-US-Dollar ist das jetzt alles immer nicht so wichtig. Wenn überhaupt, dann könnte hier am Donnerstag um 13.45 Uhr EZB-Zinsentscheidung ein wichtiger Punkt sein. Vielmehr einfach, oder eigentlich vielmehr um 14.30 Uhr dann die Pressekonferenz. Wir kennen das aus dem vergangenen Jahr. Ja, wichtiger wird es dieses Jahr erstmal dann wieder, was die Fed sagt. Denn hier dreht sich ja schon wieder alles in Amerika, oder nicht alles, aber vieles, um die Zinsentscheidungen oder die geplanten Zinsentscheidungen, ob vielleicht doch noch konservativerer etc. pp. Und die EZB ist ja eigentlich von ihrem Weg oder wird von ihrem Weg, denke ich, nicht ganz so
ja, weg müssen, konservativere Zinspolitik ja eh schon angesagt. Aber hier wird es halt interessant, 13,45 bzw. 14.30 Uhr die wichtigen Zahlen. Man sollte sich damit beschäftigen und schauen, ob hier dann vielleicht Volatilität aufkommt oder nicht. Und es ist für mich ja immer wichtig zu wissen, dass was kommt. Ich versuche nicht vorherzusagen, was dann passiert. Nur wichtig, dass Bewegung aufkommen könnte. Und wenn eine Bewegung in die Richtung, wie ich es haben möchte, aufkommt, dann versuche ich dann einfach der Bewegung entsprechend natürlich weiter zu folgen und möchte jetzt nicht irgendwie 5 Minuten vorher da irgendwie in den Markt springen und mich dann wundern, dass auf einmal der Markt hin und her zuckt oder gar starke Bewegungen aufkommen und ich dann vielleicht ungünstig rausfliege oder was auch immer. Und von daher sollte man hier natürlich immer jede Woche, das beleuchten wir natürlich jede Woche, auch den Blick darauf haben. Wir blicken auf den DAX. Und der DAX hat uns den Gefallen getan am Freitag. Mit Ansage, von meiner Seite zumindest mit Ansage am Freitag. Ich war zwar Freitag früh ja nicht im Büro, konnte somit den Livestream DAX Long oder Short nicht um 8.50 Uhr abhalten, so wie ihr das von mir gewohnt seid. Ich habe den Livestream schon am Donnerstagabend nach 22 Uhr aufgezeichnet. Und mein klarer Gedanke war es, dass am Freitag der Break auf der Oberseite ganz klar denkbar ist, dass als erstes Ziel der Bereich um die Marke 11.050 Pi mal Daumen, da hat er auch auf kleineren Zeiteinheiten mal kurz gebremst, und dass dann der nächste Zielbereich auf jeden Fall 164, 165 war. Auch dort hat er kurz gebremst und dann nahm er zum Abend sogar nochmal weiter Stärke auf und endete im Bereich 240, bedeutete, dass wir hier ein wichtiges Gap geschlossen haben, richtig schönes Momentum gesehen haben, der Breakout im Prinzip vorprogrammiert war, beziehungsweise die Möglichkeiten des Breakouts vorprogrammiert waren. Und ich konnte dann hier aufgrund dessen, dass ich persönlich leider Gottes unterwegs war, diese Idee, die klar formuliert war, nicht handeln, aber ich habe es dann am Nachmittag recht gut hinbekommen, den Dow Jones auf der Aufwärtsseite zu erwischen und konnte somit hier noch ein wenig der Aufwärtsseite folgen, mir ein paar Gewinne einstellen. Dann eben nicht im DAX, sondern am Nachmittag im Dow Jones. Und wir werden uns ja gleich den S&P anschauen, der natürlich auch stark war. Und hier eben dann diese grundlegende Aufwärtsbewegung, die wir jetzt dieses Jahr dann ja schon gestartet haben, erstmal weiter fortgesetzt wurde. Und jetzt haben wir ja hier schon fast wieder Ende Januar. Der erste Monat ist schon fast wieder rum und es sieht erstmal nach einer Erholungsphase aus. Ich denke nicht, dass wir jetzt bis zum Ende des Monats, das ist ja jetzt nicht mehr so viel. Klar, wir haben da immer noch, was haben wir jetzt hier, 21. Ja, 5, 6 Handelstage haben wir schon noch. Ist klar, theoretisch kann es auch weiter wieder ins Negative gehen. Aber ich denke, dass der Januar dann schon durchaus erstmal realistisch im Positiven schließen könnte. Und vor allem haben wir jetzt die Chance, da diese letzte Abwärtsbewegung, und da kommen wir jetzt dann eben auch für die zur Analyse für die kommenden Tage, es soll ja hier immer mehr oder weniger auch um das Big Picture gehen, wir kommen zu der Analyse für die kommenden Tage. Wir hatten hier diese letzte Kernbewegung in diesem Bereich, in dem wir uns hier uns aktuell befinden, und wir sind ja mit Momentum hier nach oben gegangen. Ja, wir starten jetzt hier, der DAX startet in einen Bereich, das war ja dann auch zusätzlich der Breakout über dieses Hoch hier rüber. Das ist mehr oder weniger jetzt der Bruch, der klare Bruch dieses eigentlichen Widerstandes hier durch diese Tiefpunkte, die eigentlich den Markt gar nicht großartig tangiert haben. Also charttechnisch dieses ja, Widerstandsniveau, was wir eigentlich beleuchtet haben und was auch ein paar Tage zugegebenermaßen mein Gedanke war. Ich hatte es die ganze Woche versucht, immer wieder hier durch dieses Widerstandsniveau vorsichtig auf der Abwärtsseite zu versuchen. Wir haben zwar den richtungsentscheidenden Bereich für die vergangene Handelswoche nicht nach unten durchschreiten können, aber wir haben auch erstmal bis auf Freitag diesen oberen Bereich um die Marke 970, 980, also 10.970, 10.980 nach oben nicht durchschreiten können und haben somit hier diesen Start dieser Seitwärtsschiebezone schon in der vorletzten Handelswoche, in der kommenden Handelswoche wirklich ganz sauber hier nur fortgeführt. Somit war mein Gedanke, okay, wenn der Markt es nicht schafft, nach oben auszubrechen, und er hatte mehrfach die Möglichkeit, dann war es einfach mein Gedanke, okay, vielleicht bricht er nach unten aus. Und ich habe es dann versucht, das hat nicht großartig Geld gekostet, aber der Gedanke war, dass er vielleicht dieses Momentum, was er Freitag nach oben entfaltet hat, gegebenenfalls genauso hätte nach unten entfalten können. Und da habe ich bis Donnerstag drauf gesetzt und dann kam zum Freitag das Umdenken. Warum kam das Umdenken? Weil der Markt am Donnerstagabend
um etwa 20.30 Uhr, 20.40 Uhr, beziehungsweise erstmal primär die US-Märkte, dann eben auch der DAX, Momentum nach oben zeigte, bedeutete, dass am Freitag der Schlusskurs schon wieder annähernd hier oben war. Ja, und gerade dann auch mit Momentum, die US-Märkte wirklich starkes Momentum nach oben zeigten. Der fundamentale Hintergrund war hier, dass es eventuell zwischen China und den USA zu Aufhebungen kommt, der Zölle etc. pp., was da eben aktuell noch vorhanden ist. Und das war so eine Nachricht, die die Märkte nach oben getrieben hat. Und das war dann mein Gedanke, okay, es kann durchaus sein, auch charttechnisch, dass eben der Break nicht nach unten kommt, sondern nach oben kommt. Und somit war hier zum Freitag dann das Umdenken, das Richtungsumdenken quasi. Und somit dann die Analyse für die Aufwärtsseite erstmal primär. Und wir sind jetzt hier oben. Wir haben jetzt ein kleines, klitzekleines Problem. Wir haben jetzt diese Momentumbewegung, die wirklich am Freitag einen klassischen Trendtag darstellte. Und wir haben jetzt, wenn man diese letzte Bewegung so ein wenig oder die letzten Bewegungen sich jetzt hier anschaut, ja, ging hoch und jetzt ging es ja hier dann relativ sauber in diesem Niveau seitwärts. Zack, und jetzt kam ja der nächste Schub auf der Aufwärtsseite. Und rein charttechnisch wäre es jetzt eben durchaus denkbar, wenn wir hier wissen, da war massiv Widerstand in dem Bereich. Auch hier hatten wir vorher schon mal massiven Widerstand in dem Bereich, dass der Markt jetzt übergeordnet durchaus Potenzial hätte, Potenzial hätte, bis dorthin zurückzulaufen. Das würde das Aufwärtsbild rein charttechnisch nicht tangieren. Auch hier unten hatten wir dann schon mal einen Rückläufer in dieser Art und Weise. Und der Markt ging weiter nach oben. Ja, dieser Rückläufer, der ist durchaus charttechnisch denkbar und dann können wir hier weiter nach oben laufen. Wir haben hier noch so auf diesem Weg nach oben, hier in dieser starken Abwärtsbewegung, da sind nochmals ein paar kleinere Gaps, die geschlossen werden können, die geschlossen werden wollen. Und somit ist es hier denkbar, dass wir eben durchaus weiter die Long-Seite sehen und rein charttechnisch wäre es zumindest sauber, wenn der Markt etwas konsolidieren würde, bevor er weiter nach oben läuft. Was bedeutet das allerdings? Wir haben dann eine Konsolidierung. Da dieses Widerstandsniveau, vorherige Widerstandsniveau, jetzt Unterstützungsniveau, ganz knapp unter 11.000 liegt, haben wir eine Konsolidierungsphase von über 250 Punkten. Und über 250 Punkte bei den aktuell etwas schwindenden Tagesvolatilitäten ist eine Bewegung, die mehr als eine Tagesbewegung bedeutet, sprich, wir könnten hier durchaus in Bewegungen auf der Südseite sogar mal ein, zwei, drei, vielleicht bis Mittwoch, Donnerstag, je nachdem, das müssen wir dann natürlich ad hoc entscheiden, sogar schauen, ob man die Abwärtsseite antizyklisch gegen diese aktuell laufende Aufwärtsbewegung handelt, ja, um dann eben an den entsprechenden Unterstützungen auch wieder auf die Aufwärtsseite denkt. Somit haben wir, das haben wir nicht selten, ich nehme die Pfeile nochmal raus und zeichne jetzt mal so meinen Gedanken für die kommende Handelswoche ein. Dafür nutzen wir diesen letzten Pfeil hier nochmal aus, die letzte Kernbewegung. Und wir nutzen auch dieses Unterstützungsniveau, was wir jetzt hier im Prinzip haben, aus. Alles, was oberhalb dieses letzten Unterstützungs- bzw. Widerstandsniveaus in etwa 11.165 ist, alles, was jetzt aktuell oder auch später darüber stattfindet, ist erstmal klar long. Also ein kleiner Rücksetzer in den Bereich oder eben auch Vorzeichen positiver Natur am Montag ist erstmal klar aufwärts. Hier oben komme ich nicht auf den Gedanken, irgendwie short zu handeln, denn es kann genauso mit dem Momentum, wie wir es Freitag hatten, nach oben weitergehen. Und wir bräuchten nicht mal die Bewegungsamplitude des Freitags, um in den nächsten Kernwiderstandsniveau, in das nächste Kernwiderstandsniveau von 11.420 zu laufen. Das ist wiederum ein sehr, sehr wichtiges Niveau aus der Vergangenheit. Ja, wir sind jetzt hier auch in einem kleineren Widerstandsniveau angelangt. Ja, man könnte natürlich hier eben immer weiter Linien reinzeichnen, aber für mich ist das nächste Kernniveau der 420er Bereich und das wäre theoretisch schon am Montag denkbar. Und das Entladen, nochmalige Entladen, und ich hatte dann auch schon im Livestream am Nachmittag mit dem Trade im Dow Jones erklärt, warum hier so ein Momentum aufkommen kann. Und wir hatten, bevor das Momentum weiterging, klar, da war der DAX ja schon stark, da war auch der Dow Jones schon stark, aber er wurde ja auch dann ab 15.30 Uhr weiter stark, schauen wir uns gleich im S&P an.
Und ich hatte beschrieben, warum dieses Momentum sich durchaus weiter nach oben entladen kann. Und von daher ist das auch am Montag weiter noch denkbar. Rutschen wir allerdings unter 165, dann kommt diese Zwitter-Situation quasi zum Tragen. Dann sind die nächsten Unterstützungsniveaus jeweils theoretisch oder auch in der Praxis natürlich dann anlaufbar bis hin in etwa knapp unter 11.000, aber auch die jeweiligen Unterstützungsniveaus, die ich jetzt hier drin habe, wären natürlich potenzielle Bereiche, um dann eben hier die Aufwärtsseite wieder zu handeln. Also dieser Rutsch zwischen diesen Widerständen und Unterstützungen, die können hier theoretisch in beiden Seiten ausgenutzt werden, natürlich mit starkem Blick auf vernünftige Chance-Risiko-Verhältnisse. Was da bedeutet, wenn ich hier unterhalb von 165 shorten möchte und vielleicht nur, in Anführungsstrichen nur, mit dem Ziel in etwa 11.050 ausgehe, dann habe ich zwar über 100 Punkte Bewegung, ich kann mir dann aber auch nicht irgendwie 100 Punkte Stop gönnen, sondern was wir aktuell hatten, weil die Tagesschwankungen etwas geringer waren, wir haben teilweise mit unter 20 Punkten wieder mit Stops gearbeitet, teilweise 20 Punkte, mal kurzzeitig ein Trade war auch mal mit einem Initial Risiko knapp über 20 Punkten, aber wenn wir natürlich so im Durchschnitt mit 20 Punkten Risiko arbeiten und eine Chance haben von 100 Punkten auf der Südseite, ist das ein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis, genauso wie wenn man mit dem Rutsch in Richtung 11.000 bzw. knapp darunter ausgeht. Ja, also da hat man auf jeden Fall Möglichkeiten in die eine oder andere Richtung. Wie gesagt, oberhalb von 165 kommt erstmal die Short-Seite nicht so zum Tragen, es sei denn, wir fangen an, etwas Schwäche oder ein bisschen Stärke abzubauen, aber das sind charttechnische Muster, die müssen sich eigentlich über ein, zwei Tage in irgendeiner Art und Weise entwickeln. Zum Beispiel, dass wir wieder so eine Schiebezone wie hier unten ausbauen, ja, nur auf diesem Niveau und dann eben erneut der Gedanke erlaubt wäre, dass vielleicht so ein Break auf der Unterseite dann stattfindet. Das sind aber Szenarien, die kann man jetzt nicht schon vorher einzeichnen, sondern es geht ja jetzt hier in der Trading-Wochenanalyse immer mehr oder weniger ums Grobe. Ja? So, und dann eben unterhalb dieses Bereiches, unterhalb dieses doch wirklich wichtigen Unterstützungsbereichs in etwa, wie gesagt, es war ja dieser Widerstand 980, Pi mal Daumen, wenn wir hier wieder runterrutschen, nachhaltig. Das heißt nicht, dass wir irgendwie im 5-Minuten-Chart mal kurz so einen Dip nach unten machen und sofort wieder anfangen zu steigen. Nein, das bedeutet es nicht, sondern wenn wir hier im Stundenchart, im 4-Stunden-Chart, im Tagesbereich wirklich Schlusskurse hier drunter finden, dann wäre das erstmal ein Zeichen für die Südseite. Und dann kann das natürlich auch eintreten, dass dieses Szenario, was ich in dieser Woche schon eigentlich ganz gerne hätte sehen wollen, dass der Markt gegebenenfalls wirklich mit Dampf hier dann eben die Südseite verlässt. Somit würde ich dann in diesem Schiebezonenbereich hier zwischen 980 und in etwa ja, 800 bis 780 hinab dann schon mal vorsichtig auch wieder Gedanken der Abwärtsseite hegen. Und dann, umso tiefer wir rutschen, natürlich dann auch entsprechend für einen Break auf der Unterseite. Da sind wir aktuell nicht. Ja? Dafür muss der Markt erstmal anfangen zu fallen. In den oberen Bereichen etwas defensiver mit Short-Überlegungen. Teilweise würde ich vielleicht sogar hier oben in den Bereichen mit Take-Profits arbeiten. Ja, bei großen Chance-Risiko-Verhältnissen. Weil wir einfach hier oben mehr oder weniger noch in einem übergeordneten Long-Bereich jetzt so langsam sind. Ja, vielleicht kann man das Ganze jetzt schon als Trendwende anfangen zu werten. Ja. Aber noch mit ein bisschen Vorsicht, aber es ist hier eben von meiner Seite auf jeden Fall denkbar, dass es auch weiter gen Norden geht. Die Überlegungen stehen, die Levels stehen und das ist im Prinzip ja auch so der Bereich, den ich dann für die kommende Woche für mich annehme und wir zeichnen das jetzt auch nochmal ein. Der eigentlich richtungsentscheidende Bereich ist hier dieser Widerstands- bzw. vorherige Widerstandsbereich und jetzt Unterstützungsbereich in etwa um die Marke knapp unter 11.980 und somit der Rücklauf bis dahin denkbar, eigentlich übergeordnet ist, darüber weiterhin alles long. Wir gehen mal auf den S&P und hier auch, man sieht es fast gar nicht in der Darstellung, diese enorme Kraft am Freitag, die hier wirklich ordentlich nach oben trieb und eben teilweise die Widerstände wirklich nur kurzfristig hielten und der Markt eben stieg und stieg und stieg. Und ich hatte das begründet aufgrund dessen, dass hier eben schon eine ganze Menge Leute, schaut mal, rein charttechnisch, wir sind abwärts tendierend gewesen zum Ende des vergangenen Jahres, haben dann schon mal angefangen, hier Erholungstendenzen zu zeigen. Aber hier sind immer wieder, auch vor allem an diesem wichtigen Widerstandsniveau, was nicht nur ich gesehen habe, auch in der letzten Trading-Wochenanalyse erwähnt habe, sondern da sind eine ganze Menge Leute an dieser Stelle, wo der Markt hier wenigstens schon anfing, so ein bisschen zu reagieren, da sind eine ganze Menge Leute
auf der Abwärtsseite eingestiegen, weil es einfach in allen Zeitebenen markant, schaut mal, der Markt geht runter, ja, ging ja dann nochmal hoch, hier hatten wir ja so eine Seitwärts-Schiebezone, blieb dann hier ja nochmal hängen, ging nochmal hoch und jetzt kam hier der nächste Schub auf der Abwärtsseite. Und rein übergeordnet ist einfach dieser Bereich, wenn man das mal richtig fett jetzt einzeichnet, geht das hier runter. Ja, dann ist das eine Erholung, dann ist das wieder eine Abwärtswelle. Und was ist Charttechnik? Das, was wir täglich in den Trading in den Livestreams im Prinzip immer handeln. Ganz charttechnisch, ganz simple Muster. Wenn der Markt abwärts tendiert und der Markt kommt von unten an ein markantes Widerstandsniveau ran, was machen wir ganz, ganz oft? Wir shorten in diesem Bereich. Und das machen wir zum Beispiel im 5-Minuten-Chart, im 15-Minuten-Chart, im Halbstunden-Chart, in kleineren Zeitebenen, auf natürlich hier ganz anderen Bereichen. Und das ist hier ein großes Bild. Und das Bild, was ich jetzt rot eingezeichnet habe, das sieht man nicht nur, wie wir jetzt im 4-Stunden-Chart, nein, das sehen wir im Tageschart, das sehen wir im Wochenchart und vielleicht sogar sehen wir das, wir können das mal gucken, wir sehen das Bild genauso, ja, dass es hier abwärts ging im Tageschart. Wir gehen auf den Wochenchart. Auch hier sehen wir erstmal, dass natürlich hier diese Abwärtstendenz stattfindet und der Markt eben an diesen wichtigen Bereich hier, also abwärts, ja, hier abwärts, hoch, abwärts, hoch, kommt hier ran und da war ja so der entscheidende Punkt, um dann hier gegebenenfalls charttechnisch wieder abwärts zu laufen. Das ist der Wochenchart und selbst im Monatschart, gut, da wird es natürlich ein bisschen kleiner, da sind es dann nur 3-4 Kerzen, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das ist ein Chartbild, was sehr, sehr viele Händler, auch eben langfristig oder längerfristig orientierte Händler, sehen. Und was passiert da? Die bauen eben, wie gesagt, Short-Positionen in diesem Bereich auf und merken dann aber am Freitag auf einmal, oh, irgendwie liege ich schief. Ja, und die sind die Positionen im Laufe der Woche oder vielleicht schon eher sogar eingegangen, vielleicht schon gar mit dem Antizipieren, dass es vielleicht nach unten dreht, vielleicht schon eher. Und dann kam am Freitag wirklich dieser Reißer nach oben. Und genauso habe ich es dann im Prinzip Freitag erklärt, dass hier dann auf einmal Leute schief liegen, die dann zum Freitag eben auch noch aus diesen Short-Positionen raus müssen. Was passiert, wenn man aus Short-Positionen raus muss? Man muss Long-Positionen logischerweise eingehen. Und dieser Domino-Effekt zieht dann auch ganz gerne mal den Markt relativ stark nach oben gegen den eigentlichen Kerngedanken. So, und wir waren eben auch hier auf der Long-Seite unterwegs dann am Freitag und ich hatte mich auch hier im S&P, solange wir unter diesem Bereich waren, sehr bedeckt gehalten, auch im Euro, im Dow Jones, habe ich nur sehr, sehr wenig gehandelt, weil schon auch hier mein Gedanke war, dass es nach unten weggeht, genau wie alle anderen, nur dass ich eben hier nicht aggressiv darauf gesetzt habe, sondern erstmal immer, ja, so mit kleinen Nadelstichen immer mal so, ja, gucken, okay, geht nicht, dann nochmal gucken, okay, geht nicht. Meistens waren es Break-Even-Trades, teilweise vielleicht sogar kleine Gewinner. Ja, und dann waren wir eben hier am Freitag dann auf der Long-Seite unterwegs. Und was ist auch hier? Das ist im Prinzip der ähnliche Gedanke, wie wir ihn jetzt hier im DAX haben. Dadurch, dass wir dieses Momentum haben, diesen Schub auf der Oberseite haben, ist es natürlich auch hier definitiv denkbar, dass wir weiter gen Norden laufen. Und hier müssen wir jetzt erstmal auch uns des einfachen Chartbildes bedienen quasi und hier so ein bisschen schauen, okay, wir sind hier hochgelaufen, ja, wird das jetzt mal so werten, sind hier nochmal gegengelaufen, das ist dieser Widerstand, ja, wo der Markt eben übergeordnet erstmal schon kämpfte, ja, und kamen jetzt dann eben mit dem nächsten Rutsch nach oben, nochmal kurze Konsolidierung und jetzt kam hier eben das Ende der Woche, so, das ist so das aktuelle Muster, was wir haben. Und nun haben wir, das ist in etwa gleichzusetzen mit diesem Punkt, den wir im DAX als Unterstützung jetzt festgelegt haben. Jetzt haben wir natürlich hier im S&P dieses vorherige Widerstandsniveau in etwa der 96er Bereich, man kann auch 2600 sagen, als Kernunterstützung. Nun sind wir allerdings hier oben im Bereich 70, fast 80. Bedeutet ja auch hier, der Markt müsste jetzt erstmal, wenn wir das als wichtigen Bereich ansehen, dann müsste der Markt jetzt erstmal in diesem Bereich hier quasi runterrutschen, diese Zone, um dann eben übergeordnet dort dann vielleicht wieder Stärke zu finden. Machen wir mit dem Pfeil, Moment. Ja, so, und jetzt haben wir genau das gleiche Problem mit der Analyse, beziehungsweise dann auch später mit dem Handeln im S&P, wie wir es dann mit dem S&P im Dow Jones, wie wir es im DAX haben. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet im Endeffekt genau das Gleiche wie im DAX. Man kann
theoretisch, und das wäre auch erstmal mein Gedanke vorsichtig, beide Seiten handeln, für diejenigen, die konservativerer unterwegs sein wollen, die nur prozyklisch handeln wollen, die eben wirklich hier auch abwarten können, für diejenigen bietet es sich an, eben zu warten, dass der Markt entsprechend in Unterstützungsniveaus läuft. Interessant wird natürlich hier dieses Niveau, ja, und natürlich hier unten auch dieses Niveau. Das sind so die interessanten Bereiche, wo der Markt schon Unterstützung finden sollte, gegebenenfalls hier denn entsprechend nach oben reagiert. Das sind die Setups, die man abwarten müsste, wenn man charttechnisch agiert, um eben alte Unterstützungen dann entsprechend prozyklisch zu kaufen. Das kann allerdings bedeuten, dass ich 2, 3, 4 vielleicht die komplette Handelswoche warten muss, weil der Markt eventuell direkt weiter nach oben läuft, was ja durchaus auch wie im DAX besprochen sein kann. Der kann direkt weiterlaufen. Der kann auch hier erstmal auf der hohen Ebene 1-2 Tage seitwärts konsolidieren, um dann vielleicht nach oben zu laufen, ja, oder dann eben nach unten zu sacken. Und das heißt einfach abwarten. Viele können das nicht, das ist auch zugegebenermaßen, tue ich mich persönlich damit auch ein wenig schwerer, dass ich hier nur auf diese Setups warte, weil ich will ja auch euch hier immer was zeigen, ja, somit gucke ich dann natürlich, dass ich, und damit verdiene ich natürlich auch trotzdem Geld, wenn ich das nicht würde, würde ich es nicht machen, dann würde ich euch das auch nicht zeigen. Aber man kann hier natürlich, gerade wenn jetzt hier wieder so ein bisschen Momentum reinkommt und der Markt sich in der Regel ja irgendwie zickzack bewegt, ja, dass ich natürlich dann, da die Volatilität auch etwas zunimmt und dieses Unterstützungsniveau oder diese Unterstützungsniveaus auf der Unterseite da sind, dass man hier dann auch mal wieder darauf setzt, dass der Markt, und wir handeln ja aktuell, dann zeige ich euch ja immer, wir machen zwar die Analyse hier sehr häufig im S&P, weil der einfach charttechnisch etwas sauberer läuft. Ja, man kann bestimmte wichtige Bereiche im S&P einen Hauch besser erkennen. Ja, und somit ist es auch hier dann natürlich denkbar, dass man durch die etwas erhöhte Volatilität auch Chancen hat, auf der Abwärtsseite Geld zu verdienen und dann entsprechend in Richtung dieser zwei Unterstützungsniveaus erstmal, um dann in diesen Niveaus darüber nachzudenken, eventuell zu kaufen. Also auch hier Twitter-Situation, wobei ich hier, wenn der sich hier oben anfängt, so ein bisschen zu schieben, gegebenenfalls sogar etwas aggressiver schon mal auf der Abwärtsseite unterwegs sein würde, als jetzt zum Beispiel im DAX. Ja, aber das müssen wir dann natürlich auch im Livestream besprechen. Die Kernideen diesbezüglich stehen und so richtig short wird es dann eben auch hier, erst wenn wir hier runterdrücken und dann eben wirklich diesen wichtigen Bereich, den wir jetzt um den wir quasi in der vergangenen Handelswoche die ganze Zeit gekämpft haben, wenn der nach unten durchschritten wird, ich denke, dann kann es sein, dass hier die Dämme brechen und dann kommt hier das nächste so richtig schöne Kernunterstützungsniveau im Bereich 25,14. Ja, aber da müssen wir auch erstmal hinkommen. Wir haben, und da können wir hier auch gleich nochmal drauf schauen, nicht nur im S&P, auch im Dow Jones sieht man das, wenn man auf den Tageschart schaut, dass wir natürlich im Verhältnis zu dieser Abwärtsbewegung, die wir vergangenes Jahr oder Ende vergangenen Jahres hatten, hier diese Bewegungen, ja, gestartet ist die etwas höhere Volatilität ja schon hier. Hier war noch geringe Volatilität, wo es hochging. Das sieht man hier, schaut mal, die Volatilität gering. Und hier oben startend mit dieser Abwärtsbewegung, dann mit dieser Seitwärtsschiebezone, die war sehr volatil und dann auch nochmal die Abwärtsbewegung und dann auch der Start dieser Aufwärtsbewegung. Das waren alles noch volatile Marktphasen. Da hatten wir teilweise im S&P Tage mit 100 Punkten, teilweise mehr, Bewegung, Schwankung, Volatilität. Und wir sehen jetzt, dass diese Volatilitäten zurückgehen. Sprich, wir haben zwar Freitag Volatilität gesehen, aber der Tag, der war zwar für diese Handelswoche oder für dieses Handelsjahr aktuell schon ein volatiler Tag, wenn nicht vielleicht sogar der volatilste des Jahres, wenn man das hier mal so sieht, ja, aber wenn wir das jetzt nochmal messen, ist das ja im Verhältnis zu den Tagen im Ende des vergangenen Jahres. Wir sind hier, sagen wir mal, 70, 26, 70 und gestartet 26, nee, das kann nicht sein, 26 hier unten, 26,35 auf 26,75, sagen wir jetzt mal, also 40 Punkte. Und wir haben hier teilweise, wie gesagt, Tage gehabt, vergangenes Jahr mit 100 Punkten, auch hier zwischen Weihnachten und Neujahr mal einen richtigen Tag mit über 100 Punkten Bewegung. Das war volatil, das war gut, aber was ich jetzt damit sagen will, wir sollten nicht mit so vielen
mit so großen Bewegungen auch auf Tagesbasis ausgehen. Und somit ist natürlich dieser Rutsch nach unten, diese Bewegungen nach unten, die sollte man nicht von den Zielen her überstrapazieren. Somit, ob der Markt jetzt wirklich in der kommenden Handelswoche, selbst wenn er Schwäche zeigt, es schafft, in diesen Bereich zu kommen, da muss er erstmal hinkommen, weil das ist immerhin aus dem aktuellen Bereich 2680 in dieses Niveau 25.180 Punkte. Ja, und wenn wir jetzt sagen, okay, der Markt bewegt sich am Tag so 20, 25 Punkte aktuell durchschnittlich, dann ist das schon eine ganze Menge. Ne? Also sind hier erstmal eher dieses Setup, dass man an den Unterstützungen kauft entsprechend und eben vorsichtig mal shortet in Richtung des Bereiches 2600. Und wenn wir wirklich da runterkommen, dann kann man auch mal sagen, okay, vielleicht nimmt die Volatilität etwas zu. Aber das ist erstmal Plan B. Soweit soll es erstmal kommen. Ja, das ist der Gedanke oder die Gedanken hier zum S&P. Wir gehen ganz schnell quasi durch den Euro-US-Dollar durch, weil auch hier, und das geht schon die letzten Wochen so, dass wir den Euro-US-Dollar relativ zügig abhaken und das Bild ändert sich einfach nicht. Und das Bild ändert sich diesbezüglich nicht, dass wir hier nach wie vor in einer nervigen Seitwärtszone hängen. Und auch vergangenes Jahr eigentlich im Euro-US-Dollar hauptsächlich ein seitwärts tendierender Markt war. Und aktuell gehe ich immer von dieser Seitwärtsschiebezone aus 13,30 bis 14,30, weil das einfach der Bereich ist, wo der Markt die meiste Zeit sich drin aufgehalten hat. Ja, der hat hier die meiste Zeit in diesem Bereich geschwankt, hoch und runter, ja, zack, zack, zack. So, und sind jetzt hier ja mal kurz nach oben weggebrochen. Dann hatten wir hier mal ein Long-Szenario, was irgendwie so halb aufging. Dann hatten wir hier sogar schon mal ein Short-Szenario, was dann im Prinzip nach unten aufging. Und jetzt sind wir hier wieder drin. Und wir sind in etwa genau in der Mitte, sind so knapp unter der Mitte. Ja, aber wir sind in diesem Seitwärtszonenbereich drin. Und da der Markt in diesem Seitwärtsniveau seit ja, Mitte Oktober oder Ende Oktober letzten Jahres drinnen steckt, mit minimalsten Ausreißern, ist das für mich ein uninteressanter Bereich. Der einzige Punkt, der sich jetzt so langsam, oder nach wie vor ist es ja eigentlich der Gedanke, den ich eigentlich sehen möchte im Euro-US-Dollar, dass wir wieder Schwäche sehen. Ja? Und das bedeutet zum einen, dass der Markt idealerweise den Bereich hier um die Marke von 13,30 auf der Unterseite durchschreitet, dass wir hier drunter laufen, vielleicht auch mal wieder, das haben wir ja schon ein paar Mal versucht, dass wir dann eben so einen Break auf der Unterseite vielleicht sogar mal antizipieren, aber da muss ich erstmal gucken, wann der da hinkommt und wie viel Uhr der da hinkommt, ob das überhaupt alles passt. Aber schaut mal, wir haben hier einen Tiefpunkt, noch einen Tiefpunkt, noch einen Tiefpunkt, noch einen Tiefpunkt. Markante Tiefpunkte, wir sind auf einem 4-Stunden-Chart und diese Tiefpunkte, die sind fast gleich voneinander entfernt und man kann jetzt hier auch diese Tiefpunkte ganz grob, das sind ja grobe Gedanken, grobe Herangehensweisen, man kann diese Tiefpunkte ganz grob miteinander verbinden und jetzt kann es sein, dass wir hier eventuell den nächsten Tiefpunkt sehen, das wäre sogar zeitlich in etwa die gleiche Spanne, das wäre von den Schwankungsamplituden, von den steigenden Hochs die gleiche Spanne und dass der Markt hier im Prinzip wieder nach oben wegprallt. Ja, aber das ist eigentlich gar nicht das Interessante, weil das wäre eben Bestätigung für die Seitwärtszone und dann kommt es eben da oben wieder, wo es interessant wird für Aufwärtstrades, ja, oberhalb von 14,30, aber was jetzt auf der Unterseite interessant wird, wenn dieses Muster nicht mehr hält, wenn dieses Muster von steigenden Hochs, ja, hoch, 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 und dann vielleicht hier eben neues Hoch. Wenn dieses Muster nachhaltig durchstoßen wird, gleichzeitig der Bereich 13,30, der Markt sich darunter etabliert, dann könnte das ein zusätzliches Zeichen von Schwäche sein. Das würde meine Gedanken zusätzlich unterstützen, die ich eh schon habe. Was da bedeutet, ich nehme mir, ja, vielleicht nicht den Vorschlaghammer, aber ich nehme mir auf jeden Fall das Recht heraus, hier unten dann wieder etwas aggressiver an die Abwärtsseite zu denken, unterhalb dieser 13,30. Und dann mit dem Gedanken, dass wir natürlich den Markt, der Fall besteht schon, hier in Richtung dieser Unterstützung, wenigstens, dass es in Richtung 12,60 geht, aber vielmehr, dass wir diese Bewegungstiefs hier unten in dem Bereich 12 angreifen. Ja, und sogar der Markt es dann natürlich realistisch drauf hätte, neue Bewegungstiefs auszubauen.
Und jetzt spinnen wir das fundamentale Bild mal etwas weiter. Ich weiß es gar nicht, ob ich es eingangs gesagt hatte. In der kommenden Handelswoche kommt die EZB-Zinsentscheidung und es wird auch in den nächsten Tagen und Wochen eben diese ganze Fed-Geschichte, also der Zins, die Zinspolitik in Amerika eine große Rolle spielen. Es wird diese Strafzollgeschichte zwischen China und den USA eine große Rolle spielen und es ist der aktuell noch aktive Shutdown in den USA, der natürlich ebenfalls eine Rolle spielt. Und all diese Punkte, die sind natürlich auch wichtig für eine Währung. Ob sie nur positiv oder negativ sind, das werden wir sehen. Aber wenn sich eines dieser Dinge ja, auflöst, als Beispiel, dass wirklich die Strafzölle markant zurückgefahren werden gegenüber China, dass der Shutdown sich erstmal auflöst, gut, da müssen wir mal gucken, ob das jetzt so ein großer Punkt ist. Dann eben die ganze Fettgeschichte, wenn sich da abzeichnet, dass vielleicht sogar die Zinsen wieder gesenkt werden sollten in den USA, dann wird diese Entscheidung zu Volatilität führen. Und diese Volatilität, wenn sie sich auf der Unterseite ausbaut, dann kann es dazu führen, dass im Endeffekt hier, und das wäre ja dann ein Zeichen von Stärke für den US-Dollar, wenn der Euro-US-Dollar fällt und wenn dann eben zum Beispiel, ja, das wäre so eine rationale Geschichte, wenn die Zinsen in Amerika gegenüber Europa, die sind ja höher, ja, die Amerikaner sind ja schon am Steigen der Zinsen, wir sind ja immer noch bei Null. Und somit sieht ja Donald Trump dies als einen wirtschaftlichen Nachteil. Erstmal ganz banal gesagt, ganz einfach gedacht. Und wenn wir jetzt dann uns dann doch wieder etwas anpassen, vielleicht sogar die Zinsen gesenkt werden sollten in Amerika, was jetzt noch nicht spruchreif ist, aber stellen wir uns das mal vor, dann würde das natürlich erstmal gegebenenfalls diesen Gedanken unterstützen, dass es dann eben gut wäre für den US-Dollar und somit wäre dann hier Volatilität auf der Unterseite denkbar und dann wäre es natürlich auch schnell denkbar, dass wir hier wieder einen Trend ausbauen und der Trend sich auf der Abwärtsseite etabliert und dann Richtung 12 läuft und Richtung 11, vielleicht Richtung 10 läuft und hier wir wieder, wie wir das in der Vergangenheit auch eben hatten, schöne Bewegungen erstmal auf der Abwärtsseite sehen. Und was ich ja mit der Analyse mache hier, ich bereite mich einfach darauf vor, dass sowas passieren kann und wenn es passiert, dann habe ich für mich wenigstens auch eine Begründung im Kopf, warum das passieren könnte, um es dann natürlich auch zu handeln. Schauen wir abschließend, jetzt ist der Euro-US-Dollar doch etwas länger geworden, aber schauen wir abschließend aufs Gold. Da haben wir ein Geschenk bekommen vom Gold am Freitag, denn auch hier hat sich das Setup, was ich die ganze Woche fast schon, also am Montag vielleicht noch nicht ganz, aber ich glaube, am Dienstag fing das schon an, der Kerngedanke im Gold, dass hier sich auf der Oberseite auch massiv Widerstand zeigt, und zwar knapp unter 1300. Das ist hier oben so kernmäßig dieser Bereich gewesen hier. Ja, das sind so, ja, so ist schon ein Bereich, der sich hier als Widerstand gezeigt hatte. Und wir hatten hier auf der Unterseite nicht nur eine Unterstützung gesehen, sondern wir haben hier auch gesagt, schaut mal, man kann hier wunderbar so eine Trendlinie einzeichnen. Ja, und da hatten wir zwei Setups, einmal noch mit so einem Erholungscharakter und einmal diesen Breakout, das Breakout-Setup. Und dieses Breakout-Setup, egal wie man es eingegangen ist oder auch nicht eingegangen ist, wir hatten hier als Minimum-Ziel den Bereich um die Marke 82. Und dann weiterführend, was jetzt nicht ausgeschlossen ist, das Erreichen des nächsten markanten Unterstützungsniveaus um die Marke 12,63 Pi mal Daumen. Es wäre auf jeden Fall rein charttechnisch nicht so schlimm, wenn wir in dieser aktuell recht sauberen Aufwärtsbewegung, ja, wir sind ja hier hochgekommen, dann haben wir hier mal das erste Mal konsolidiert, da war das so ein bisschen noch, hier unten hatten wir die Aufwärtsseite nicht nur auf dem Schirm, sondern auch Schiebezone und Abwärtsseite. Dann ging es wieder nach oben und dann wurde es immer klarer, dass hier eben sich doch dann die Aufwärtsseite durchsetzt und dann sind ja hier schöne Bewegungen auf der Aufwärtsseite passiert. Und gerade diese letzte doch recht saubere Aufwärtsbewegung, wenn wir jetzt hier mal eine Konsolidierung bekämen in diesem Bereich, dann wäre es nicht mal der Test dieses eigentlich letzten markanteren Hochs, sondern man testet dann vielleicht hier diese kleineren Hochs, ja gut, und dann geht es vielleicht aus diesem Bereich weiter gen Norden. Diese Überlegung wäre rein charttechnisch völlig in Ordnung, völlig erlaubt und definitiv dann natürlich eben auch handelbar. Der Start dieser Überlegungen hat quasi jetzt schon stattgefunden und jetzt ist die Überlegung natürlich, und das würde ich auch mir vorsichtig noch anschauen, dass man hier auf diese schon gestartete Abwärtsbewegung gegebenenfalls noch draufkommen kann, denn der Rutsch in Richtung 63,40
der ist nach wie vor denkbar. Und wir sind 20, nicht ganz, aber in etwa 20 Dollar davon entfernt und auch hier auf kurzfristigeren Zeiteinheiten. Ja, im Gold bin ich ja zwar auch ähnlich wie in den Währungen, ja, nicht rein im Daytrading unterwegs, sondern da passiert oft so ein Mix aus Day- und Swing-Trading. Swing-Trading bedeutet für mich dann, dass ich eben Positionen auch mal über ein, zwei, drei Tage halte, ja, und dass ich dann eben diese 20-Dollar-Bewegung hier durchaus mal in ein paar Tagen entwickeln kann. Gerade wenn die Indizes weiter nach oben laufen und aktuell ist ja mehrheitlich dann doch so ist, dass diese Märkte wieder negativ miteinander korrelieren und somit sich diese Schwäche natürlich hier weiter nach unten entladen kann. Und hier als richtungsentscheidend würde ich dann einfach, oder was heißt einfach, sondern diesen Bereich, dieses Ausbruchsniveau Pi mal Daumen, ist ein bisschen zu hoch gezeichnet jetzt der Pfeil, den müssen wir nochmal wegnehmen. Machen wir auch ein Viereck draus. Schaut mal, wir hatten hier diese schräge Trendlinie und dieser Start dieser Überlegung, das ist so in etwa der Bereich hier, wenn wir das mal rüberziehen, müssen wir gleich nochmal messen. Der Bereich, der sollte so richtungsentscheidend sein. Also darunter würde ich vorsichtig mal, gerade wenn die US-Märkte weiter steigen, so ein bisschen darauf setzen, auch wenn wir hier nochmal so ein Stück nach oben kommen, dass hier eventuell der Markt sich nach unten vorarbeitet. Ja, wenn ich dann positives Feedback bekomme, was Freitag erstmal der Fall war mit der Bewegung nach unten, dann würde ich darauf erstmal weiter auch setzen. Wenn wir doch allerdings dann wieder darüber laufen und dann findet bei mir aggressiv sofort im Kopf der Richtungswechsel statt, wenn wir hier wieder über diesen Bereich gehen, das ist so knapp unter 94, wir gucken gleich nochmal, wenn der hier rüber geht, dann ist es auf jeden Fall denkbar, dass wir hier dieses Widerstandsniveau aus der Woche nach oben, das ist so 95, nach oben verlassen. Ja, in Richtung 13.00, das ist natürlich dann nicht weit, aber eben auch die 10 Dollar in Richtung 13.05. So, und wenn wir jetzt hier, umso länger wir uns hier unten aufhalten, in diesem Bereich, ja, interessanter wäre es sogar noch, wenn hier diese Bewegung nach unten stattfindet, so wie wir sie jetzt im Prinzip eben schon, Moment, halt die Farben richtig, ja, wie wir sie eben angedacht haben, dass das hier passiert und dann der Markt erst wieder anfängt zu steigen. Weil dann ist es denkbar, dass wir nicht nur die 13 dann anlaufen und 13.05, sondern dass dann gegebenenfalls sogar diese schon recht wichtigen Bereiche direkt nach oben verlassen werden. Bleiben wir hier oben stark, machen wir den Schub ohne vorher nennenswert nach unten gekommen zu sein, dann kann es sein, dass die Stärke ein wenig fehlt. Ja, vielleicht hat sie sich hier gesammelt in der Schiebezone, aber es kann durchaus sein, dass die Stärke ein wenig fehlt und wir doch an der 13.05 erstmal noch hängen bleiben und dann so ein bisschen konsolidieren. Somit ist es eigentlich besser, wenn der Markt quasi Luft holt. Ja, man spannt quasi den Bogen wieder so ein wenig nach hinten, um dann die hellgrünen Pfeile zu vollziehen. Wenn wir hier nur so ein bisschen den Bogen spannen, ja, zwar schon ein wenig nach hinten ziehen, aber nicht so nennenswert. Ja, der Pfeil kann trotzdem fallen, aber oft ist es so, dass der Pfeil dann doch nicht so extrem stark pusht. Ja, und somit, ich weiß, dass hier ein sehr, sehr wichtiges Niveau kommt um die Marke 13.05. Und dieser Bereich sollte auch gegebenenfalls dann Widerstand ergeben. Somit erstmal unterhalb, und wir messen das jetzt nochmal, dieser blaue Strich, das ist jetzt wichtig hier für diese Analyse. Also der Bereich hier um die Marke, ja, so 90-50 ist das so Pi mal Daumen. Ja, 90-50, knapp oberhalb von 90 sogar, also haben wir sogar noch ein bisschen mehr Puffer nach oben, 15 Dollar fast. Das ist so der richtungsentscheidende Bereich. Ja, und darüber mit dem Gedanken der Long-Seite und darunter mit den Gedanken der Konsolidierung und des vorsichtigen Short-Handels. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 4. Ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr dem Video natürlich einen Daumen nach oben gebt und natürlich auch fleißig kommentiert. Wir sehen uns und hören uns natürlich in den Livestreams in der kommenden Woche. Bis dahin dann euch alles Gute und Good Trades. Euer Markus Klebe. Bye-bye und ciao.